Na, Spieltag 2. Es ist jetzt Spieltag 2. Ja, UDT übrigens Spieltag 2, ja. Ich habe am dritten Spieltag Spoiler gesagt, dass es Spieltag 2 ist. Habe ich denn korrigiert? Weil aus dem Grund, ich spiele Spieltag 2 erst nach Spieltag 3. Und ja, weil zeitlich das sich irgendwie denn erst auch ergeben hat. Das darf ich wahrscheinlich ausblören. Ich kannte das raus. ich müsste es gecuttet haben. Turnier suchen. Wo haben wir den denn? Da. Ach du Heilige, jetzt kann ich da ja nicht entziffern. Jetzt aber. Ja, wahrscheinlich stand da was dran, da wird Spieltag 3. Aber naja, das cutte ich raus und dann seht ihr das nicht. Teilnehmen. Bearbeiten. Ach, auch nicht wundern. Ich habe jetzt hier meinen personalisierten Rahmen von Ox bekommen. Der ist Spieltag 3 noch. Der ist Spieltag 3 nicht da. Aus dem Grund, weil, wie gesagt, Spieltag 3 vor Spieltag 2 gemacht habe. Und ich da eine kleine Diskrepanz hatte mit mir selbst. Eventuell habe ich. Weiß ich nicht. Ein Nickerchen gehalten oder so. Und ja. Da musste mich erst einer wecken. Na egal. So, das ist das Team übrigens, ja. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. So weiter. Bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden damit, aber ich hoffe, dass das vielleicht was klappen kann. Ich weiß nicht mal, mit was ich leaden soll. So gegen Pokécup übrigens. Gegen den spielen wir jetzt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich leaden soll. Und ja, eine Idee hätte ich mit First Turn Terra Elektro Instant gehen mit WK Volt, aber naja. So. Dann suche ich jetzt gleich. Dann geht's auch gleich in die vollen Runde. So. Glaubt, dass er sowas wie Primarine beihaben wird. Das wäre ein bisschen. Aua. Aber naja, was soll's. Gleich. Das ist so Powerhouse neben Powerhouse und Wall gegen. Weiß ich nicht. So das, was man sich vielleicht denken konnte. Er hat Urgapon Feuer, konnte ich mir auch so zum Teil denken. Ist doof, dagegen zu spielen. Problem ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt Lead werden soll. Ich könnte, wie gesagt, First Turn da in der Terra gehen. Verliere ich aber relativ viel mit. Er hat Shad Hill bei, das ist auch doof. Ich könnte auch in den gehen. Aber Problem ist, der ist eigentlich nur wichtig für Prim. Ich könnte auch in den gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe in Samurott und. Der hat Flip Turn und dann sollte das, glaube ich, geregelt sein. Fertig. Ja, also wenn er jetzt Steinchen rauskriegen sollte, wir kriegen sie weg. Wir haben Rapid Spin dabei. Und wir sollten den dieses Mal nicht so wegschallern wie im ersten Spieltag. Ja. Ne? Spinner hat er auch bei sich gerade. Ne? Hat er auch. Das Ding kann ja wirklich Shatter spinnen. So, ne, das ist ein sehr tolles Pokémon, ich hasse es. Also, ich mag das Viech nicht, weil ich habe es selber mal gespielt, um als Drachen-Pokémon zu haben. Und ich fand den halt legit nicht so geil. So, ja. Ich hab. Wartet mal kurz, ich muss. Eben.
meine Brille richten, weil die rutscht immer hoch bei den Kopfhörern. Ich will jetzt nicht instant in einem also ja, ich will nicht fast mein Samurott weghaben. Wenn der rausgeht, könnte der rein theoretisch auch kein Scarf sein. Aber das müssen wir dann irgendwie herausfinden, ne? So. Der Samuel Rott kommt weg. Und die Lara kommt dafür rein. Ich glaube, der kann sogar auch Flip turn. Okay, Moonblast kommt. Aua, der könnte sogar Speck sein, fast. Das heißt. Achso, ich hab ja nicht schon, was der hat, wa? Scheiße. Prim. Necro. Zack, plus, wa? Hatife. Bliscor. Ogapon. F. Und Sis schreibe ich einfach auf. In einem Power Whip kann er Ogapon auf jeden Fall reinwerfen. Deswegen würde ich gerne mal für eine Kehrtwende gehen, um mir Switch Advantage zu holen. Tor ist Skogro. Das ist doch eigentlich ganz okay. Könnten. Könnten eigentlich in den gehen und Instant Terra drücken. Und Terra Energieball ist ganz. Also Terra. Ne? Ist ganz okay. Können wir machen, weil der Specs. Und der macht jetzt schon ein bisschen Damage. Da kommt wirklich nur Ogapon rein. Und Ogapon will aber auch von einem Terra Elektro keinen Move fressen, um ehrlich zu sein. So, wir Terran Instant drücken Energieball. Weil, wenn der Fistef ist, two-shotten wir den immer. Ich glaube, Spidef wird auch noch ordentlich wegschalten. Ich glaube, Spidef ist auch two-shot. Weil wir sind Mortal Specs, ne, das ist schon Aua. Und Typhlosion könnte auch reinkommen. Also, es ist logisch, wenn man hier reingeht. Ja, er hat eventuell einen Move, der den vielleicht treffen könnte. Ne? So. Vielleicht denkt er auch, ich gehe auf Terra Ground. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir gleich keine Schwäche mehr. Außer Ogapon ist da. Natürlich hat er dann wieder eine Schwäche. Okay, geht raus in Diamantskandr. Ist der okay? Das ist der. So, der kann auch knocken. Der kann auch knocken. Oh, jetzt haben wir die Glühbirne auf dem Kopf. Der frisst jetzt einen Energieball. Der hat schon gut Damage bekommen. Auf jeden Fall. Nock will der nicht fressen. Der will keinen Nock fressen. Den könnten wir da reinwerfen, tatsächlich. Life Orb ist jetzt nicht so hundertprozentig wichtig. Nur gegen Gliscor, um den halt mindestens knapp zu two-shotten. U-Turn gegen den wird auch ein bisschen doof. Aber ich glaube, das wäre ganz okay. Wenn wir in den gehen, sollte das, glaube ich, Back-to-Back das Beste sein. Und wie gesagt, wenn der. Gut, wenn jetzt Drakewood ist, natürlich auch noch doof. Aber ich glaube, das sollte okay sein. Schwanzabwurf, okay, Shedtail. Er hat hier übrigens Moonblast, ne? So, er könnte jetzt in die Kotzma gehen. Das wäre ein bisschen doof. Shedtail. Discord hat mir nicht gesehen. Genau, da war mir klar, dass der in die Cosma geht. Der kann jetzt easy sich setupen. Könnten wir auch in den gehen und schon mal crunchen.
Ne, wir gehen in den hier, weil dann kann er sich nicht setupen. Und wir drücken Loderlied. Genau. Er hat Kräfte und so, das weiß ich. Weil ich den gerne schon gespielt habe. Power Jam könnte er auch, glaube ich. Und ja. Photon Geysir kommt. Macht der Aua. Das geht voll klar. Das geht vollkommen klar. Ich glaube, wir könnten sogar noch einen leben, wa? Das waren. Weiß ich jetzt nicht. Nächste Skille, Dirge. Wir haben gleich noch 30 Sekunden. 411 auf 275 sind 76%. Um die 30% waren das. Ich würde aber trotzdem gerne mal Loda liegen. Komm, meint. Bringt dir eigentlich nichts, bin ich ehrlich. Mach das. Crossen hat Call Mind. Du hast Photon Geysir. Oh ja, der macht so viel. Okay, gut, dann drücke ich jetzt Tagedieb. Er hat Torch. Der muss HP invested sein. Ja, sonst hätte er den, glaube ich, nicht gelebt, oder? Der ist plus 2, plus 2, aber es juckt mich eigentlich nicht. Oder will er Stored Power drücken? Dass er Stored Power plus Photon Geysir hat. So. Mein soll er machen. Noch two-shottet er mich nicht. So, ich gehe jetzt nochmal auf Torch Song. Ich bin jetzt, jetzt. Warte mal, der muss Investment haben, weil sonst hätte er den, glaube ich, nicht gelebt. Der muss irgendwie ein bisschen speedrun sein oder was? Photon Geysir, ja, du bist schon, ich habe Unaware. Hä? Das ist interessant. Warte mal, warum treffe ich? Ach, weil Loda die durch den Sub geht, ne? Warum hat der mir so viel Damage gedrückt mit Photon Geysir? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Wurde der Move gebufft? Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Oh, der Move ist ja so ein Rotz, Alter. Komplett vergessen. So. Problem ist, er ist hinterm Sub. Der mit Rollwende wäre ganz okay gewesen. Mal gucken. Hat der Earth Power? Wir könnten unser bestes Monster dagegen schmeißen, eventuell. Er hat Mondschein, okay. Mondschein, er hat CM. Mondschein. Und Photon. Ja, wir drücken jetzt Crunch und hoffen, dass er keinen auf Power hat. Ich will bloß den, ja, weil danach können wir mit vielleicht nach Seaslitch. Er könnte eine Kolbe Berry haben, eventuell. Ja. Hat er aber nicht.
So, Sub ist weg. Call Mind. Das ist jetzt plus 3 plus 3. Du bist ein Balloni. Balloni ist ein Toleroni. Du bist ein Kühlfisch. Ein Heatwave würde mich jetzt nicht umboxen. So. Und ich möchte ihn jetzt einmal das Light mit ihm teilen. Huch. Huch. Ich war ja schneller. Okay, der boxt mich um. Okay, das war übelster Misplay von mir. Scheiße. Ich hätte Destiny bonnen sollen. Scheiße. Was mach ich? Ich bin ja so dumm. So, Klingenschwall. Bitte habe keine Colberberry. Bitte. Glaub du, ich könnte dich hier ausnocken, oder? Du bist ein Samurott. Ich glaube, ich könnte dich hier nicht ausnocken. Aber ich muss halt für den, ne? Missgehen. Er bleibt drin. Okay. Also muss ich jetzt einen Mon traden dafür. Er hat Weakness Policy. Okay, ach du Scheiße. Ja, ist okay. Spikes liegen auf jeden Fall draußen. Dann muss ich jetzt eventuell noch einen Mon traden dagegen. Tschüss. Nee, Crossmal wäre tot gewesen, aber was soll's. Ja. Ich weiß nicht, was ich gegen Ogapon machen soll. Sagen wir mal so. Crunch und let's go. Ich meine, unser, sag mal, Sender ist ja immer noch schneller als Ogapon, aber wir haben halt keinen Death Boost mehr. Und ja. So, der ist tot. Wir hätten einfach traden sollen mit Akkangsbund. Wir hätten Safe Akkangsbund drücken können und ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Akkangsbund. Nee. Du hast. Das ist Summer Center. Aber es ist doof, dass jetzt Quiffisch tot ist, ne? Weil der hätte schon gegen Ogapon gut was gemacht, ne? Ich hätte den halt back-to-back rausgenommen. Und der hat halt mir jetzt keine 50% gezogen mit dem. Das ist Prim. Okay. Ach so. Das ist Prim. Weiß, dass Ding schneller ist. Also. Hier. Ne? Okay, Rollwende. Das ist vielleicht fein, ich weiß es nicht. Rollwende hat der. Ein bisschen unkonzentriert war ich jetzt auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht das darauf schieben, dass ich seit 4 Uhr morgens auf der Beine bin. Ich spiele das jetzt hier um kurz vor 17 Uhr, haben wir halt jetzt gerade. Ja. Ich bin natürlich 4 Uhr morgens, ja. Wir können jetzt Typhlosion reinholen. Wüsste ich jetzt nicht. Odin könnte ja. Okay, ist das Ding. Why are you still here? Hätten andere gesagt. Ja, der ist angedamaged. Warte mal.
sag mal, Senta und Ogapon. Machen wir so, und du bist ein Artflame. Ja, ist angechippt. Okay, ich müsste das Ding jetzt, glaube ich, sacken. Und, ja. Schloss Comet könnte, glaube ich, reichen. Rankenkeule. Ja, die könnte man sogar noch leben, oder? Lull. Oh, Lock. Ja, ja, hier auf Lock, ja, ja. Tagedieb. Können wir jetzt nichts anderes machen. Ja, ein Leer Spikes. 75% zu One-Hitten. Kann ich sagen. Genau. Ach, Ogapon ist Wegbereiter. Okay, jetzt hat, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ach, das ist doch doof. Aber ich glaube nicht, dass der Damage so richtig ist, oder? Genau, das macht schon Sinn. Weil dort das Schild ist ja nicht mehr aktiv. Ich bin bei 340. Prozent. Und ein Play Rough. Macht nicht genug. Also kann ich easy going Nahkampf drücken. Ja, und nehmen den raus. Tor. Okay. Warte mal, warum hatten wir kein Toxic Orb? Und doch hatte. Ach so, nee, ich glaube, das sieht man bei mir gar nicht. Eiszahn gehe ich jetzt drauf. Ich gehe jetzt für Eiszahn, um den halt ordentlich Chip zu machen. Wir sind zwar jetzt minus 1, aber was soll ich machen? Ne? Gegen Ogapon werden wir so oder so jetzt Mons traden. Weil unser bestes Mon weg ist dagegen. Weil wir zwei Mons gegen den Cosmos hacken lassen mussten. Das ist auch Schwachsinn, ey. Kotzt mich schon wieder an. So, Eiszahn kommt. Krieg gut Chip. Und SD kommt. Perfekt. Es ist plus 2 Attack. Ja, keine Ahnung. Blitzcore. Ups. Blitzcore. Psychic Fangs könnten, glaube ich, reichen. Es war fast nur ein Hotshot. Wie zog ich jetzt Tycho Beiser? Weil auf, ja gut, der Crunch wäre natürlich auch geil gewesen, aber Tycho Beiser ist ein bisschen stärker. Aber der ist bei nicht 25%. Scheiße. Stoffette? Was willst du da jetzt weiterpassen? Hä? Ist die Stafette. Du kannst ja bloß in. Ihr könnt mir vorstellen, dass Teflauschen aufs Garten ist, oder was? Ich sollte mal anfangen, auf den Safe and Kill zu gehen, anstatt ja, zu halb zu overpredicten. Du kannst in Ogapon nicht reingehen. Du stirbst. Selunde. Ja, okay, das ist mir klar. Das ist mir klar.
Gehst du jetzt wieder für Rollwender? Ich glaube nicht. Aber du killst eh mit zwei. Wobei Rollwende so oder so Saver-Play ist, wa? Ne, Mondballast kommt. Junge, er macht zu viel Damage. So. Abschlag. Oder Blattgeißel. Drücke Abschlag. Weil dann weiß ich, ob du... Also du bist auf jeden Fall offensiv, das sieht man. Könntest auch Modest Specs auch sein, vielleicht mit Full HP oder so. Ja. Das ist doch wieder scheiße. ich hasse das Game. Warum ist es mal so gut und warum ist es mal so schlecht? Okay. Du kannst auch jetzt was zacken wahrscheinlich. Jörmungandre, das war doch der, ne? Mopex, genau. Der kommt in... Der hat Boots. Okay. Plateauschuhe. Und... könntest eventuell spinnen, oder? Abschlag kommt. Okay. Kommt selber ein Lock. Jetzt könnte ich einfach in den gehen, weil ja, er hat noch Lock. So, und ist es einfach der V-Switch? Ich glaube ja. Draco. Okay. Dann kriegt Vika aber wenigstens noch einen Kill. Das ist okay. Und ja. Sollte okay sein. Da tot. Der hat aber einen Kill gemacht. Und Vika. Ich hole natürlich jetzt. Ich versuche jetzt das niedrigste Ergebnis rauszuholen, was ich machen kann. Ne? Mache ich ja immer. Muss jetzt hier in den gehen. Da wird er wahrscheinlich entweder in Typhlosion reingehen oder in Prim. Und eins von den beiden. Und joa. Selona, sag ich ja, Prim. Krieg ich nochmal Spike. Damage. Samasenda ist draußen. Primarina. Scheiß Specs als Beispiel. Das Comet ist der stärkste Move leider. Der nicht reicht. Also haben wir wahrscheinlich hier schon verloren. Also drücken wir Nahkampf. Ja, das war's. Der drückt jetzt für mal Moonblast und das ist zu Ende. Ach Mann, die liegt wieder am Arsch, ey. Das war ein Rotzgame. Oh, sagen wir sind da stirbt. Prim hat einen Kill. Wir haben hier 4-0 verloren. Ja, ja. Ich kann ja nicht mehr für den Elektromove gehen. Das ist so ein Rotz. Ich muss hier für Bugbuzz gehen. Oder so. Keine Ahnung. Obwohl Typhlosion auch den halt nicht nimmt. So, ne? Ach komm, ich gehe auf Energie bei der Seite. Er ist aber eh schneller, ja, und dann boxt mich halt um.
Sorry, dass ich jetzt gerade die letzte Zeit nichts gesagt habe. Es war ein schnelles Match, 30 Minuten. Als gab jetzt wieder keine schönen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich hoffe, Spieltag 3 wird besser. Ich meine, ich weiß ja, aber. Ja. Nichtsdestotrotz, haut da rein, ciao. Ich hab keinen Bock.